So, meine Freunde, willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Unboxing heute. Und zwar habe ich heute, wie ihr seht, ein Paket. Und zwar, wartet mal, ich mache mal hier den Bildschirm aus. Das stört mich irgendwie. So, ha, jetzt passt. Ich habe hier nämlich ein Paket bekommen. Und zwar ist das von der Pokémon Company. Und das ist halt ein exklusives Paket für mich. So war es angekündigt. Zum 20. Jahrestag. Und da möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür sagen. Und ja, zustande gekommen ist das alles auch wieder durch den lieben Dominik. Auch hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an ihn. Ich hoffe, dass mit dem Aufnahmewinkel hier passt. Facecam ist natürlich auch wieder dafür, die Facial Expressions, ja, die müssen natürlich auch wieder sein. Ich hoffe, wie gesagt, das passt. Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen ungeübt. Kommt alles noch. Gerade mit der neuen Kamera, die dann hoffentlich demnächst bald am Start ist. Und naja, es ist, wie gesagt, es wurde mir als exklusives Paket angekündigt. Und ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Ich habe schon überlegt, ich habe schon gefühlt, es ist schon nicht ganz leicht. Aber naja, ich bin mir nicht ganz sicher, was das sein könnte. Ich habe schon spekuliert. Also meine Vermutung ist, vielleicht hat es irgendwas mit dem TCG zu tun. Vielleicht sind das irgendwelche Booster oder so. Vielleicht, keine Ahnung, diese mysteriöse Kollektion oder so, die ja jetzt im Umlauf sind. Ich weiß es nicht. Aber egal, was es ist, ich freue mich da auf jeden Fall schon mal drauf. Und was gibt's Besseres, als Pakete aufzumachen, deren Inhalt einem nicht bekannt ist? Also, ich weiß es nicht. Ich persönlich freue mich da auf jeden Fall schon mal drauf. Und, ha, die magische Schere, die soll es heute richten. Ich habe normalerweise so ein Teppichmesser, das habe ich von meinem Ex-Job, den ich von, keine Ahnung, wann bis wann ausgeführt habe, eigentlich. Aber da ist das Logo der Firma drauf, für die ich gearbeitet habe. Und für diese Firma möchte ich da jetzt nicht wirklich Promotion machen, you know? Oh, das wackelt alles ein bisschen. Ich hoffe, das passt und ist alles dann auch noch am Ende des Videos ganz. So, ich will auch nichts in dem Paket an sich kaputt machen. Ja, also, wenn ich jetzt was kaputt machen sollte, Leute. Ihr habt mich nicht gewarnt, liebe Pokémon Company. Ihr hättet mich warnen sollen. Okay. Wie geht das jetzt genau? Ich aufpassen muss. Ah, okay, ich denke schon. So, ich bin nämlich geübt im Aufmachen von solchen Paketen, weil, wie gesagt, bei der Arbeit damals, als ich die Regale einräumen musste, da musste ich ständig solche Pakete aufmachen. Und here we go. Erstmal wird die Schere weggepackt und naja, ich werfe jetzt einfach mal ganz, ganz mutig einen Blick hier rein. Habe ich eigentlich alle Adressen verdeckt? Ich glaube schon. Okay. Let's go, was ist da drin? Oh, macht's nicht so spannend, meine Güte. Oh, noch mehr, was ist denn da los? Oh, okay, ich sehe schon. Ich wusste, es sind wieder Starter-Decks, Themendecks anscheinend. Okay. Warte, ich kann dir das mal zeigen. Und ich sehe noch ein Pokémon-Plüschi. Also erstmal kommt hier das ganze, in Anführungszeichen, Gedöns weg. So, hier die ganzen Luftpolster. Dann habe ich hier noch sowas. Nee, das sind die, das sind die Themendecks, die ich letztens auch ausgepackt habe. Ich zeig die mal. Hier, zack. Zweimal diese Hooper-Sachen, ne? Hier, zack. Und dann nochmal. Blitzring und was war das? Dampfkessel nochmal. Und was ist das? Oh mein Gott, geil! Okay, hier erstmal aus einer Pokémon Company. Und dann haben wir hier ein Display drin. Das ist ein Display hier drin! Geil, ein Display und nicht nur ein Display, Leute, von Dampfkessel. Wir haben hier auch noch ein Froxy dabei. Ein Froxy-Flüchi. Froxy. Das Geile an Froxy ist, ich habe Froxy noch nicht in meiner Flüchi-Sammlung. Und das war's auch schon mit dem Paket. So, Moment, was haben wir denn noch da drin? Froxy, sag mal hallo. Ich lese derweil mal. Wartet mal, ich packe den ganzen Rest auch noch so wunderschön dazu. Zack. Dass man den Inhalt noch mal hier vor Augen hat. So, so geht das noch. Ne, jetzt sieht man Froxy nicht. Froxy, bleib hier! Froxy, don't do this to me. Froxy. Ha, schon besser. Und was ist das? Das ist nochmal so eine Karte. Ey, cool. Okay, Moment. Erstmal muss ich hier lesen, was da ist. Moment. Welches lese ich zuerst vor? Ich glaube, ich lese erstmal das hier vor. Hier, das ist nämlich so eine Karte. With compliments, ja. Wir haben jetzt nämlich hier erstmal Hey Reggie Bang, ja, ist Englisch.
Here are a few goodies from the Pokémon Company International for you to enjoy. Cheers, Richie. Hey, vielen, vielen Dank. Thanks a lot for the goodies. Really awesome, man. And da ist noch ein weiterer auf Deutsch dabei. Herigi Bang, ich hoffe, dir geht es gut. Anbei ist eine kleine Aufmerksamkeit von The Pokémon Company International für dich. Damit alles rechtlich seine Ordnung hat. Ach so, oh, Verzeihung. Oh, okay, warte mal, das ist gar nicht für euch. Ach so, okay, ja gut, okay, das ist eigentlich nur das, was ich ankündigen sollte. Und zwar, dass es von der Pokémon Company International kommt. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Aber hier wird nochmal darauf hingewiesen. Ich wünsche dir viel Freude mit den Goodies. Das Training geht weiter. Cheers, Richie. Okay, hier ist nochmal eine wundervolle Karte von dem Richie. Und zwar ist es der Videogame PR Manager von. Oder aus dem europäischen Bereich. Von der Pokémon Company International, die in London anzusiedeln sind. Cool. Das freut mich sehr. Thanks a lot, Richie. Thanks a lot. I really didn't expect these. I expected some cards. But not in that quantity. Yeah. I didn't have a Froakie yet for my plush collection. You can see right there. I still have some up there, but you can see them in the cam. But thanks a lot. Wow, I'm really happy. Ja, Leute, Froxy. Ich glaube, das sind die, die man auch beim GameStop, glaube ich, kaufen konnte. Die von Tommy. Froxy? Ja, und Froxy ist dabei. Und dabei haben wir nochmal zweimal diese Themendecks. Ja gut, die habe ich ja, wie gesagt, schon mal bekommen vom lieben Dominik. Habe ich noch mal. Ich werde die wahrscheinlich an die kleinen Kinder aus unserer Pokémon-Liga da weiterreichen, weil ja, ich kann, wie gesagt, mit denen nichts wirklich viel anfangen. Aber die kleinen Kids, die werden sich da bestimmt drüber freuen. Es gibt immer wieder diese kleinen Kinder, die dann mit ihren Eltern kommen, die dann das Spiel an sich erlernen wollen und die dann halt ein Starterdeck haben. Aber naja, die freuen sich halt wirklich sehr über solche Karten und denen kann ich es ja weiterreichen. Aber das ganz krasse Zeug, ja, dieses Display hier, Dampfkessel. Es ist auch noch deutsch. Das werde ich wahrscheinlich dann als ein Opening für euch nochmal separat hochladen. Frage ist, wann ich das machen werde. Aber das ist schon krass. Das ist echt schon krass. Hier nochmal das Display der Dampfkessel. Ich lese mal vor. Duale Mächte unter Druck mit der Belagerung des einflussreichen der einflussreichen Radburg durch Mega Gardevoir EX und seiner habgierigen Häscher droht die Ära der Stabilität zu Ende zu gehen. Hallo, was ist denn da los? Was war ein Gardevoir? Ich dachte immer, das ist so gut. Das mysteriöse Dampf-Pokémon Volcanion muss seine Macht über Feuer und Wasser ausüben, um den Unholden Einhalt zu gebieten. In der Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung XY Dampfkessel brodelt es gewaltig, da es bei der unausweichlichen Konfrontation zwischen Xerneas Turbo und die Weltall Turbo um alles andere als nur heiße Luft geht. Also echt nicht schlecht. Ich werde dieses Display dann, wie gesagt, wahrscheinlich diese Woche, gegen Ende der Woche, Anfang nächster Woche hochladen. Ich muss, wie gesagt, noch diese 20 Packs von Julie öffnen. Ich habe hier noch zwei weitere Displays stehen. Ich weiß nicht, was ich damit mache, aber es ist so viel. Aber ja, das wird dann wahrscheinlich nach und nach alles auf YouTube kommen. Könnt ihr euch definitiv schon mal drauf freuen. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an The Pokémon Company International. Das ist super. Also der findet jetzt auf jeden Fall seinen Ehrenplatz irgendwo. Gerade weil ich das Ding mag und ich habe ja gestern noch dieses Greninja Froakie Video hochgeladen zu dem Sammelkartenspiel und mich persönlich freut das super. Ja, also es ist fantastisch. Und Display wird dann halt auch, wie gesagt, die Tage geöffnet. Und natürlich nochmal ein ganz großes Dankeschön auch an Dominik, der durch den das Ganze natürlich erstmal zustande gekommen ist. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Und ja, ich bin echt baff. Das ist krass. Das ist echt krass. Leute, egal. Ich will das Ganze nicht zu lange verlängern. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Danke, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal. Euer Regi. Ciao.